Ach Leute, was soll man sagen? Diese Saison macht einfach so wenig Spaß als Bremer. Wirklich mit ganz wenig Höhepunkten. Eigentlich ein richtiger Höhepunkt war nur das DFB-Pokalspiel gegen den BVB. Danach ganz, ganz viel Flaute, ganz, ganz viel, was man am liebsten wieder vergessen würde. Genauso heute auch dieses Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt. Du trittst da an, im Vorfeld wird gefaselt irgendwie von wegen, ja, wir gehen ja jetzt mit Wut im Bauch hin, wir wollen es denen jetzt allen zeigen, bla 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 bla. Auf Fanebene hat man ja auch schon so ein bisschen Skepsis gehabt, so nach dem Motto, ja, so richtig viel haben wir ja nicht zuletzt gehabt, was uns positiv stimmt. Aber hey, wir haben zuletzt im BVB im Pokal rausgekickt und Pokal, anderer Wettbewerb. Vielleicht spielen wir da besser. Nein, über 90 Minuten gesehen haben wir das nicht gemacht. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele andere Dinge, die mich aufregen. Also alleine dieser Elfmeterpfiff von Zweier, diese Entscheidung da auch, die dann aus diesen, ich möchte es nicht sagen, ich möchte keine argeblöden Schimpfworte nutzen, aus diesem Keller, aus diesem Kabuff, Puff mit diesen unfähigen Leuten kommt. Wir müssen gar nicht darüber diskutieren, dass es nach Auslegung der Handregel ein richtiger Pfiff war, beziehungsweise ein richtiger Eingriff. Von wegen Arm über der Schulter und er geht dann halt so hin, aktiv berührt den Ball. Ja, mein Gott, das ist nach der Handregel aktuell ein Handspiel und trotzdem bin ich da halt echt bei, dass du sagen musst, man muss über diese Regel halt einfach jedes Jahr aufs Neue diskutieren. Es gibt so viel Grauzone und dann gibt es auch wieder trotzdem, obwohl es eigentlich so klare Richtlinien, klare Werte gibt, immer so viele unterschiedliche Auslegungen. Das sage ich auch ganz ehrlich, in so einem Spiel, das ist wieder so eine Situation, wo dieses Handspiel, dieser Kontakt mit der Hand, ich will es eigentlich nicht mal Handspiel nennen, weil ein Handspiel ist für mich irgendwie sowas Aktives, sowas Klares, irgendwas, was dann auch irgendwie eine Spielrichtung des Balles ändert oder die Folgeszene verändert, aber da hat nichts von zugetroffen bei diesem Kontakt. Das wird dann halt irgendwie überprüft, es wird abgepfiffen und ich sag's nochmal, wenn es auch nach aktueller Regelauslegung richtig ist, legt es mir meinetwegen auch als Rumheulen aus. Ich finde es kacke. Also das kann im Sinne keines Fußballfans sein, dass sowas Handspiel sein muss und dass sowas geahndet wird. Und da stehst du dann auch nur so und hier denkst dir halt den irgendwie Zweier, denkst dir den DFB und projizierst deine Wut meiner Meinung nach vollkommen verständlich halt auch auf die handelnden Personen da. Es ist ätzend und es ist halt wirklich eine Schlüsselszene gewesen, da müssen wir auch nicht um heißen Brei drum rumreden. Natürlich, Werder hat wieder kein Tor geschossen. Also unsere Unfähigkeit, Tore zu schießen, nervt mich auch tierisch. Das nervt mich richtig und nicht erst seit diesem Spiel. Und nichtsdestotrotz hatten wir in der ersten Halbzeitsituation, wo wir uns dem Tor ein bisschen angenähert haben. Der Kopfball von Selke, den er an einem besseren Tag vielleicht ein bisschen platzierter reinmacht, dann auch der Schuss von Maxi und dann hast du so eine Situation und ja, es hat das Spiel zugunsten von Eintracht kippen lassen und beeinflusst, weil auch nach der Pause kam Werder wieder nicht gut raus und nach der Pause, beziehungsweise als dann das 2 zu 0 fiel, wieder auch so diese Situation, dass man einem Außenspieler wie Kostic so viel Zeit lässt, wo man auch weiß, Junge, der schlägt nicht mehr die Flanken von Hamburger Zeiten, wo dann irgendwie 99 von 100 auf die Tribüne gehen und die 100 in Seiten aus auf die andere Seite. Der schlägt mittlerweile, seit er bei der Eintracht spielt, Flanken, die sind Kategorie Weltklasse phasenweise und das auch nicht erst in diesem Spiel. Und dann ist doch klar, dass so einer mit Platz dann auch so eine mustergültige Flanke auf den Kamada hinkriegt. Also ich verstehe es dann auch nicht, dass man da so wenig deckt. Und dann muss ich auch ehrlicherweise sagen, mir hat einfach eine gewisse Grundhärte gefehlt in dem Spiel, weil ich finde, Frankfurt hat kein richtig gutes Spiel gemacht, aber Frankfurt hat halt einfach Präsenz gezeigt auf dem Platz, war eklig in Zweikämpfen gegen Spieler wie Rashica, hat am Anfang gleich mal ein paar Zeichen gesetzt, irgendwie direkt mal gezeigt in Zweikämpfen, wir sind da, wir haben hier verstanden, worum es geht, das ist ein K.O.-Spiel, das ist ein Pokalfight, das nehmen wir körperlich an und ich finde, da war Werder zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel und das regt mich halt eigentlich auch nochmal so richtig auf. Auf der anderen Seite dann dieses Ding von Kostic, also ihr könnt mir auch sagen, was ihr wollt, wir sehen es kontrovers. Ich finde, Toprak ist ein guter Innenverteidiger und ich finde auch, dass er, wenn man wirklich vom allerersten Pass am Anfang des Spiels, das war so ein Querschläger in Seiten aus, den er gespielt hat, einfach sonst eine gute Präsenz da hinten hat und auch wirklich gut gespielt hat. Und dann kommt halt so ein Ding unnötig hoch 1000 in der Nachspielzeit, Kostic in die Wade und du weißt eigentlich genau, Toprak fehlt jetzt auch wieder die nächsten Spiele. Wir haben wieder irgendwie kleinere Trainingsgruppe. Dann hat auch Kofeld wieder irgendwie was, was er irgendwann doch wieder nicht sagen kann. Ich habe 11 gegen 11 mit Profis und
Du hast dann wieder diese Situation, dir fehlt eigentlich ein wichtiger Mann in den wichtigen Spielen in der Liga. Auch es ehrt Kostic, dass er da hingeht, sich bei Kofeld entschuldigt und wahrscheinlich auch irgendwie bei Toprak. Ich weiß eigentlich auch, dass Kostic kein Spieler ist, der so ein dirty Typ ist. Aber es ist halt, es ist so, es kommt so viel Negatives zusammen. Das nervt, das geht an die Substanz, das macht einen irgendwie fertig, das macht einen fassungslos, das lässt einen irgendwie zurück und du weißt halt nicht mehr irgendwie, wo hinten und vorne ist. Und das nervt extrem. Und ja, es ist halt Frust da und natürlich einfach der Unmut bei Fans, der wird immer größer werden, wenn wir keine Erfolgserlebnisse haben. Das ist vollkommen normal, das ist in der Natur der Dinge. Und am Ende des Tages, Leute, wir sehen es jetzt wie folgt. Wir haben jetzt das Spiel Hertha BSC vor der Brust und solange es bei uns im DFB-Pokal gut lief, lief es in der Liga beschissen. Und wenn ihr kleinen Pisser, die ihr die grün-weiße Raute auf dem Platz tragt, und damit meine ich halt wirklich original jeden Werder-Spieler, wenn ihr das jetzt wirklich nicht ummünzt und jetzt dieses negative Pokalding einfach in positive Energie umwandelt, dann überlege ich halt echt mal noch irgendwann demnächst vorbeizufahren und den Spielern mal wirklich die eine oder andere Schelle zu geben. Weil Leute, ihr spielt um die Existenz eines Clubs, der ganz, 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 ganz viel Liebe eigentlich verdient, eines Clubs, der in die erste Bundesliga gehört, der da bleiben muss. Und es ist halt irgendwie, ja, es ist eigentlich so schwachsinnig, so ein Appell, weil du auch genau weißt, dass er niemals so einen Spieler erreichen wird. Aber ich weiß halt auch genau, wie sehr wir gerade alle leiden, wie sehr wir uns das wünschen. Und ich glaube halt auch, dass so Leute, die irgendwie in gewissem Maße was mit Fußball zu tun haben, schon die Entwicklung dahingehend befürworten würden, wenn auch ein Verein wie Werder Bremen es ist, in der ersten Liga bleibt. Natürlich gibt es immer die Hater, die dann sagen, finde ich gut, wenn ihr absteigt, aber ganz ehrlich, Leute, das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich habe es also schon angedeutet, schlechtes Pokalspiel jetzt, Bundesliga-Endspurt, wir holen einfach nur noch Siege und so, ist ja klar, spricht ja gerade alles für und dann wartet jetzt Berlin. Also Leute, reingehauen, Pokal abhaken, ciao.